Die Seele ist euer eigentliches Ich, das unvergänglich ist, das nur seinen Aufenthalt wechselt bei den Leibestod, das den Erdegang beendet hat, um in eine andere Sphäre weiterzureifen, wenn sie nicht verharrt im Widerstand gegen mich und dadurch in die Tiefe sinkt. Dieser Gedanke also müsst euch beglücken, dass ihr keinen Tod zu befürchten habt, dass ihr lebt, wenngleich ihr die Erde verlassen müsst, und dass dieses Leben weitaus schöner und beglückender ist, als je das Erdeleben als Mensch für euch sein kann. Ihr müsst hoffnungsfroh dem Tag entgegensehen, wo eure Außenhülle von eurem eigentlichen Ich genommen wird, wo alles Schwere von euch abfällt und ihr leicht und unbeschwert euch aufschwingen könnt in eure wahre Heimat, die euch wahrlich Helligkeiten bietet, die ihr nicht ahnt. Ihr müsst frohlocken, dass es keinen Tod gibt für euch, weil eure Seele nur einen Aufenthaltswechsel erfährt, der sie unendlich beglücken kann. Warum also fürchtet ihr den Tod oder seht mit Unbehagen dem Ende eures Erdelebens entgegen? Warum ist für euch Menschen der Tod zum Schrecknis geworden? Warum löst er ein Angstgefühl in euch aus, wo er doch in Wahrheit nur ein Übergang ist in eine andere Sphäre? Weil ihr es unbewusst fühlt, dass ihr nicht recht gelebt habt auf Erden und weil eure Seele sich nicht das Licht verschafft, das ihr jegliche Furcht nehmen würde. Denn ein Mensch, der meine Liebegebote erfüllt, der also nach meinem Willen lebt auf Erden, empfindet keine Furcht vor dem Tod, sondern er sehnt sich danach, seine irdische Hülle ledig zu werden, weil er Verlangen hat nach seiner wahren Heimat, weil die Liebe in ihm ein helles Licht entzündet hat und er, vorausschauend, auch sich in meiner Nähe weiß, wo ihm kein Leid und Schmerz, keine Triebsal mehr begegnen kann, wo er sich geborgen fühlt in meiner Liebe. Und diese selige Gewissheit könnten alle Menschen haben, dass sie ein leiderfülltes, beschwerliches Dasein mit jener Geborgenheit vertauschen bei ihrem Ableben, wenn sie nur in dieser Zielrichtung ihr Erdeleben zurücklegen möchten, wenn sie stets der inneren Stimme folgen möchten, die ihnen klar meinen Willen kundgibt, wenn sie auf Erden schon in das rechte Verhältnis treten möchten zu mir, ihrem Gott und Vater von Ewigkeit. Der Gedanke, dass es aus ist mit dem Tod des Leibes, ist schon der beste Beweis, dass des Menschen Lebenswandeln nicht nach meinem Willen ist, denn jener Gedanke ist ein Wirken des Gegengeistes, der die Menschen hindern will an den rechten Erkenntnis und der darum auch das Verlangen nach einem voll ausgelebten irdischen Dasein ständig mehr erhöht. Denn jene Menschen glauben nicht an die Unvergänglichkeit ihres Ich. Sie setzen ihm auch die gleiche Begrenzung, wie sie der Außenhülle beschieden ist. Und darum suchen sie das Erdeleben auszukosten, in jeder Weise, immer nur ihres Körpers gedenkend, nicht aber der Seele, die nach dem Leibestod ein sehr zweifelhaftes Los auf sich nehmen muss, die von den Helligkeiten ihrer wahren Heimat nichts erfahren kann, weil sie ihrer mangelhaften Gestaltung wegen nicht in jenen Sphären Aufnahme finden kann, wo ungeahnte Seligkeiten ihre warten. Zwar ist es ihr auch dann noch möglich, sich aus der Tiefe zu lösen
um in höheren Sphären einzugehen, aber es erfordert dies weit mehr Überwindung und Anstrengung als auf Erden und kann ohne Hilfe nicht geschehen. Doch auch dann muss die Seele selbst den Willen aufbringen, was auf Erden um vieles leichter ist. Das Ich kann nicht vergehen, aber es schafft sich selbst das Los in Glückseligkeit oder Qual. Und erst, wenn die Menschen nicht ihren Körper als das Lebende ansehen, sondern die im Körper angezeugte Seele als ihr eigentliches Ich erkennen lernen, erst wenn sie an die Unvergänglichkeit ihrer Seele glauben lernen, werden sie verantwortungsbewusster leben auf Erden und dann auch den Tod nicht mehr fürchten, der nur den irdischen Leib, nicht aber die in ihm wohnende Seele betrifft. Dann werden sie leben nach seinem Willen und die Stunde herbeisehen, wo sich die Seele lösen darf von ihrer Außenhülle, um nun eingehen zu können in das Reich, das ihre wahre Heimat ist. Amen.